Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Mit da vorne sehe ich was. Ah nee, das Amulett. Was ist das? Madame, ein Irrlicht. Folgen wir ihm. Ja, reiten dürfen wir wahrscheinlich nicht. Ja, aber klar. Komm, dann mach hinne. Folge dem Irrlicht. Das Irrlicht sagt, wir sollen nach hier rechts gehen, oder? Ich frage mich, wie viele Seelen an diesem Ort gefangen sind. Uns gleich mal. So, Irrlicht, komm. Walte deines Amtes, mach mal ein bisschen hinne hier. Wir müssen nach oben. Wo ist das Irrlicht da? Ich glaube nicht, dass die Langhauskaiser das erwartet hatten, als sie einen Handel mit Merones Dagon eingingen. Eine verborgene Tür. Das sieht wie eine Art Schmiede aus. Ich frage mich, ob sie benutzbar ist. Werden wir jetzt sehen. Ich dachte gerade schon, Arux ist da. Tagebuch der erwachenden Flamme. Aus dem Tagebuch der erwachenden Flamme Kashi, die unbeschreibliche Schmiede. Hier entstanden die Kriegsmaschinen von Merones Dagon. Ein Ort, an dem es nach Feuer, Schwefel und Qualen riecht. Diese Schmiede ist kalt, aber in ihr hallen noch die Erinnerungen der großen Flammen, die hier einst loderten. Das Echo der Macht von Fürst Dagon erfüllt diese Hallen. Seine Essenz brummt unter dem Stein. Ich möchte hinter die Geheimnisse dieses Ortes kommen. Der Meisterschmied ist wohl schon lange weg und es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, wie diese gewaltigen Werkzeuge funktionieren. Also muss ich es mir selbst zusammenreimen, wenn ich etwas lernen möchte. Was ich herausfinde, werde ich in diesem Tagebuch festhalten. Überall sind kleine Gegenstände verstreut. Ich denke, das sind Luminite, aber ich kenne ihren Zweck nicht. Sie sind größtenteils inaktiv, obgleich es mir scheint, als hätte ihnen einst große Macht innegewohnt. Diverse Entladelimbi mit tiefen Furchen liegen hier herum. Ich habe viel darüber gelesen, dass diese Entladelimbi sehr wichtig für dädrische Schutzzauber sind. Sieht aus, als würden die Luminite hineinpassen. Versorgt man sie so vielleicht mit Energie? Der Hochofen selbst braucht ebenfalls Energie, und zwar eine ganze Menge. Könnten die Luminite der Schlüssel sein? Das muss ich herausfinden. Was? Habt ihr das gehört? Ja. Das klang, als käme es aus dem Hochofen. Hallo? Die Hochofentür ist fest versiegelt. Warum sollte uns mein Amulett hierher führen? Öffnet die Tür. Euer Kaiser befiehlt es. Was? Die Stimme aus meiner Erinnerung. Kaiser Morika. Dort gibt es einen Entladelimbus. Wir müssen etwas Luminit finden und laden. Ich glaube, wir können die Hochofentür mit Luminit öffnen. Ich will erfahren, was da drin ist. Herausfinden, ob diese Stimme wirklich Kaiser Morika gehört. Es klang auf jeden Fall wie die Stimme aus meiner Erinnerung. Suchen wir uns etwas Luminit und finden wir heraus, wie das geht. Frischt mein Gedächtnis auf, wie man Luminite einsetzt. Ihr müsst ein paar Luminite finden. Vorzugsweise geladene. Ansonsten braucht ihr eine Dynamusquelle, um sie aufzuladen. Danach platziert ihr ein geladenes Luminit auf dem passenden Entladelimbus, damit die Energie freigesetzt wird und etwas geschieht. Ja, ist ja auch nicht so, als ob wir das nicht schon mindestens dreimal gemacht haben. Und was wird eurer Meinung nach geschehen? In diesem Fall glaube ich, dass es den Hochofen anfeuern und die Tür öffnen wird. Das ist zumindest meine stärkste Vermutung. Ja, was sollte auch sonst passieren? So, jetzt dürfen wir endlich mal loslegen. Also, geladenes Luminit. Ist ja auch nicht so, als ob wir direkt sehen, was wir holen sollen und wohin wir es tun sollen, ne? Die Tür ist offen. Ich sehe nur einen Klumpen Schlacke. Achso, sprecht mit der Schlacke, habe ich gerade gedacht. Bevor ihr sonst etwas versucht, unterhalten wir uns erst einmal. Daran besteht kein Zweifel. Die Stimme kam aus diesem Stück Schlacke. Und es klang wie der Kaiser Morika aus meiner Erinnerung. Er will, dass wir ihn befreien.
Meint ihr, wir sollten das tun? Wir sind gekommen, um die Seelen der Langhauskaiser zu finden. Habt ihr eine Ahnung, wie man sie befreien kann? Ihr habt diesen Ort gesehen. Es geht nur um Folter. Ich glaube, sie haben die Seelen der Kaiser mit diesem Metallklumpen da verschmolzen. Es wirkt wie eine passende Bestrafung für jeden, der den Zorn von Merunes Dagon erregt hat. Doch wir müssen sie befreien, um mit ihnen zu reden. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie wir das schaffen könnten? Wir müssen den Hochofen anfeuern, um die Schlacke zu schmelzen. Ich habe zwei Entladelimbi entdeckt. Wenn wir dieses geladene Luminit in einen der beiden stecken, ist die Hälfte schon geschafft. Wir müssen aber ein zweites Luminit finden. Los geht's. Es gibt noch zwei andere Entladelimbi. Seht mal, da oben! Luminit! Steckt das geladene Luminit in den Entladelimbus an der Wand. Ich habe jetzt kein Wort verstanden, aber ich versuch's mal hier vorne mit dem Aufzug. Portal, Entschuldigung. Aber es ist ja das Gleiche. Oh, wieso muss ich jetzt schon wieder mit dir sprechen? Bleib doch mal stehen. Ich glaube, wir müssen diesen Ofen anfeuern, um die Schlacke zu schmelzen. Hoffentlich wird das denjenigen befreien, der dort drin gefangen ist. Ob es nun wirklich Kaiser Morika ist oder nicht. So, ich habe jetzt keinen Bock, immer wieder die gleichen dummen Fragen zu stellen. Ich nehme mir jetzt das Hier Luminit. Drüben, das ist eine Dynamusquelle. Laden wir das Luminit damit auf. Achso, die werden noch nicht aufgeladen. Das hat geklappt. Das Luminit ist geladen. Lasst es uns in einen der Entladelimbi stecken. Das will ich aber nicht, dann wird es ja entladen. Moment, kann man das eine jetzt nicht rausnehmen? Oder kann ich das erst rausnehmen, wenn ich das reingetan habe? Ah, jetzt kann ich es aber rausnehmen, okay. Bevor ich jetzt zum 20. Mal den gleichen Kram anhören muss. Der Hochofen ist angefangen. Gute Arbeit. Hilfe? Endlich erlöst. Wem müssen wir für unsere Freiheit danken? Wer ist denn wer? Achso, steht drüber. Okay. Moment. Optional sprecht mit Kaiser Leovig. Das ist der in der Mitte. Das ist keine Freiheit. Nein. Nur ein Aufschub vor der Finsternis. Ich erinnere mich an die Verräter vor meinen Toren. An die Klinge des Thronräubers, die durch mein Fleisch schnitt. Doch ich verbarg sie alle. Ich tat mein Bestes, um unseren Handel zu erfüllen. Als goldener Ritter fand ich die Stimme irgendwie besser. Wer seid ihr? Ich bin Leovig, der letzte Langhauskaiser. Doch wer seid ihr? An euch haftet der Gestank des verräterischen Waren, diese Schlange. Ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, dass ich etwas unternehmen muss, um den Plan zu bewahren, um das Geheimnis zu hüten, um den Ausweichplan in Gang zu setzen. Erzählt mir von diesem Plan. Er fing mit meinem Großvater an, doch es war mein Vater, der mir die Verantwortung übertrug. Es war Teil des Handels, den der schwarze Drache mit Merunes Dagon einging. Wir würden die vier Ambitionen vorbereiten, und im Gegenzug würde meine Familie auf ewig herrschen. Was ist dann geschehen? Ich habe gehandelt. Ich habe die Ambitionen zu ihren neuen Gewölben geschickt. Sicheren Gewölben. Doch bevor ich mehr tun konnte, ermordete mich der Thronräuber. Und wie belohnte Merunes Dagon mich? Indem er mich in einen Metallklotz einsperrte. Und das Geheimnis der Langhauskaiser starb mit mir. Naja, kann man jetzt nicht so hundertprozentig so sagen. Optional sprecht mit Kaiser Durkorak, was auch immer. Ich schmecke immer noch das Blut meiner Gegner, die ich unter meinen Fersen zermalmt habe. Dieses Gefängnis ist eine Beleidigung. Ich bin ein Eroberer, ein eigenständiger Gott. Meine Zähne haben das Fleisch Hunderter zerfetzt, Tausender. Ich verlange den Respekt, den ich verdiene. Kein Wunder, dass er jetzt ein Geist ist, wenn er so drauf ist. Wer seid ihr? Hat die Welt der Sterblichen den Namen von Durkorak, dem Schwarzdrachen, dem ersten der Langhauskaiser, schon vergessen? Es war mein Plan. Meiner! Das Blut des Rakes sinkt voller Zorn in meinen Adern. Wie kann Merunes Dagon es wagen, mein Vermächtnis zu verraten? Merunes Dagon ist mein Feind. Erzählt mir mehr von eurem Plan. Lügen!
Ihr habt die Zunge einer Lügnerin und ich werde sie euch aus dem Maul reißen. Ich werde mich nicht von euren Worten umstimmen lassen. Ich lasse mich nicht von euch verraten. Die Macht, die mir durch den Pakt versprochen ist, steht mir rechtmäßig zu. Ihr könnt sie nicht haben. Fort mit euch! Tja, du bist jetzt ein Geist, du hast gar keine Macht mehr. Eine Ewigkeit der Qual. Das war nicht, was der Fürst der Zerstörung versprochen hatte. Ich habe alles getan, was der schwarze Drache befahl. Alles, was mir der Hohepriester auftrug. Und ich habe meinem Sohn genaue Anweisungen gegeben. Also warum die Folter? Und warum ist die Waffe hier? Kaiser Morika, ich muss euch nach eurer Tochter fragen. Tochter? Ihr meint die Waffe. Warum habt ihr sie hergebracht? Ihr dürft sie nicht in Merunes Dagons Hände fallen lassen. Er hat sein Versprechen uns gegenüber gebrochen. Ich sehe keinen Grund mehr, unseren Teil der Abmachung einzuhalten. Waffe? Wovon sprecht ihr? Ihr wusstet es nicht? Das Mädchen ist eine der vier Ambitionen von Merunes Dagon. Doch sie ist nicht wie die anderen drei. Oh nein. Ich habe selbst ein paar Änderungen am Ritual des Hohepriesters vorgenommen. Sie ist nicht nur eine Ambition. Sie ist auch mein Ausweichplan. Ausweichplan? Ein Kaiser verlässt sich nie auf nur eine Strategie. Uns wurde Macht versprochen, wenn wir die Ambitionen zur verabredeten Zeit übergeben. Doch dädrischen Fürsten kann man nicht trauen. Daher haben wir Maeria zu einer Waffe gemacht, die sich Dagon stellen kann, falls es nötig wird. Sich Merunes Dagon stellen? Wie? Meine Tochter, die vierte Ambition. Sie ist der Schlüssel. Zusammen mit den anderen Ambitionen kann sie die Macht heraufbeschwören, Merunes Dagon zu bannen. Das war mein Ausweichplan. Für den Fall, dass der Fürst der Zerstörung lügt und wir ihn zurück in die Totenländer schicken müssen. Stimmt das? Ist die Anachoretin wirklich die vierte Ambition? Die Anachoretin? Nennt ihr Maeriat so? Pah, benutzt sie. Sie und die Ambition. Bringt dem Fürsten, der uns verraten hat, meine Rache. Geht zur Insel der Freuden, einer Zuflucht unweit von hier. Dort erfahrt ihr alle Einzelheiten. Ah, da kommt jemand. Meine Ambitionen. Die anderen Ambitionen? Wo? Ich bin eine Ambition? Eine von denen, über die Lyrant sprach? Wie ist das möglich? Wir sind weder Eigentum noch Marionetten, Morika. Sombrin, nein! Ihr seid das, als was wir euch erschufen. Ihr wolltet eine Waffe? Kostet von meiner Macht! Oh, Sombrin, warum? Ja, warum? Hey, Freundin, unterhalten wir uns. Ja, wer denn noch alles? Moment, optionale Schritte. Also wir müssen mit Evelyn sprechen. Optionale Schritte gehört auch Kalia zu. Ich hätte nicht gedacht, dass Sombrin etwas so Dramatisches tun würde. Ihr müsst ihm vergeben. Er ist in letzter Zeit sehr angespannt. Was meint ihr mit angespannt? Ich bin mir nicht sicher, wie ich es sonst beschreiben soll. Als wir in den Totenländern ankamen, bestand er darauf, dass er mir helfen kann, meine Macht zu beherrschen. Dass ich üben kann, ohne Angst haben zu müssen, jemandem weh zu tun. Doch in letzter Zeit ist er irgendwie anders. Fast verzweifelt. Was meint ihr mit verzweifelt? Er verbringt die meiste Zeit damit, dieses seltsame Buch zu lesen. Verzweifelt auf der Suche nach Antworten. Er ist besessen von unserer Macht und versucht so sehr, sie zu verstehen. Doch je verdrossener er wird, desto weiter zieht er sich zurück. Und nun das hier. Ich mache mir Sorgen um ihn. Das heißt, wir hätten ihm das Buch nicht geben sollen. Ihr hattet ein seltsames Buch erwähnt. Ihr müsst euch doch erinnern. Das Buch, das Evely ihm gab. Lyrant nannte es das Mysterium Xerxes. Er ist besessen davon. Er ist sich sicher, dass sich auf diesen Seiten die Antwort darauf versteckt, wie man unsere Kräfte beherrschen kann. Deshalb vertieft er sich bei jeder Gelegenheit darin. Ihr meint, dass das Buch eine Wirkung auf ihn hat, so wie es Evely durcheinander brachte? Nicht auf dieselbe Art und Weise. Ich glaube nicht, dass er Träume oder etwas derartiges hat. Sombrin ist immer so leidenschaftlich. Doch seit Destron gestorben ist, ist sein Zorn noch größer geworden.
Und die Verdrossenheit und die Verzweiflung machen diesen Zorn härter, schärfer. Und was er gerade getan hat... Habt ihr mit Sombrin über all das gesprochen? Ich habe es versucht. Doch er will mich beschützen. Er will mir nicht die Last aufbürden, die er trägt. Ich glaube, er muss das allein klären. Ich hoffe nur, dass er es bald schafft, bevor er sich von seinem Zorn und seiner Verdrossenheit auslöschen lässt. Sombrin, was sagst du dazu? Ich hätte mich fast entschlossen, Lyrant nicht zu begleiten. Doch jetzt bin ich froh, dass sie darauf bestand. Wie sonst hätte ich die Gelegenheit gehabt, die Langhauskaiser für das zu bestrafen, was sie uns angetan haben. Und die letzte Ambition zu finden? Das ist eine willkommene Überraschung. Warum habt ihr die Seelen der Kaiser vernichtet? Wir hätten noch mehr von ihnen erfahren können. Ich habe kein Interesse an weiteren ihrer Lügen. Und das solltet ihr auch nicht haben. Ich habe den Langhauskaisern eine Kostprobe dessen gegeben, was sie wollen. Meiner Macht. Außerdem werden sie sich irgendwann an diesem Ort neu bilden. Ich konnte einfach nicht zulassen, dass sie die letzte Ambition verderben. Was meint ihr mit »sie verderben«? Diese Männer waren böse, als sie noch lebten. Meint ihr, eine Existenz voller Pein in den Totenländern könnte das ändern? Die letzte Ambition muss von Kalia und mir lernen. Ich spüre die gleiche Macht in ihr, die auch mich durchströmt. Wir gehören zusammen. Kaiser Morika hat angedeutet, dass es einen Weg gibt, Merunes Dagon durch die Ambitionen zu besiegen. Ein Hirngespinst. Uns dem Fürsten der Zerstörung entgegenzustellen, wäre ein hoffnungsloses Unterfangen. Hört zu. Ich habe eine Menge gelernt, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Es gibt zu viel zu erklären und zu wenig, was ihr verstehen würdet. Es wird Zeit, dass die Ambitionen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Ja, und da bleibt halt auch noch das andere Problem. Er hat gesagt, alle vier Ambitionen haben die Macht, ihn zu zerstören. Und wir haben nur noch drei. Dieser Mann, Sombrin, er kommt mir bekannt vor. Doch warum hat er die Kaiser vernichtet? Es gab noch so viel mehr, das ich fragen wollte. Insbesondere Morika. Ich bringe es nicht ganz über die Lippen, ihn Vater zu nennen. Doch das, was Morika sagte, stimmt das? Bin ich eine Ambition? So scheint es der Fall zu sein. Vielleicht solltet ihr mit Sombrin und Kalia hier drüber reden. Vielleicht. Doch ganz gleich, ob sie mir vertraut vorkommen oder nicht. Sie bleiben immer noch Fremde. Wir kamen wegen Antworten hierher. Und auch wenn ich wenigstens ein wenig erfahren habe, fühlt es sich dennoch an, als hätte ich nun nur noch mehr Fragen. Kaiser Morika sagt, es wäre möglich, die Ambitionen einzusetzen, um Merunes Dagon zu besiegen. Richtig. Morika meinte, die Antworten würden auf der Insel der Freuden warten. Ich habe keine Ahnung, wo die liegen könnte. Passt auf. Eure Freundin Evelie möchte mit euch reden. Und ich brauche einen Augenblick, um das alles zu durchdenken. Doch macht euch keine Sorgen. Ich bleibe bis zum Ende an eurer Seite. Versprochen. Evelie! Mir geht es ganz und gar nicht gut bei all dem, was gerade vorgefallen ist. Lyrant und mir gelang es, Sombrin und Kalia zu finden. Wir überzeugten sie, mit uns zu kommen. Doch ich hatte keine Ahnung, dass er diese armen Geister sprengen würde. Habe ich das richtig gehört? Die Anachoretin ist die letzte Ambition? Das ist, was der Geist von Kaiser Morika uns sagte. Es ist nur... Habt ihr das geahnt? Nun, ich schätze, das macht es leicht. Nun wissen wir, wo all die Ambitionen sind. Habt ihr sonst noch etwas erfahren, bevor Sombrin die Geister weggepustet hat? Morika sagte, die Kaiser haben einen Ausweichplan. Wir können mehr darüber auf der Insel der Freuden erfahren. Wartet mal eben. Ich kenne diesen Namen. Erinnert ihr euch daran, dass Lyrant mich die Dokumente der Langhauskaiser hat durchsehen lassen? Dieser Name wurde als eine ihrer Jagdzufluchten aufgeführt. Doch sonst stand da nichts über diese Insel. Wisst ihr, wo sie liegt? Morika meint, es wäre eine Zuflucht unweit des Brandmal-Reformatoriums. Deshalb ergab diese Karte keinen Sinn. Es war keine Karte von Tamriel. Es sind die Totenländer. Alles klar, meine Freundin. Gehen wir und sehen wir nach, was wir auf der Insel der Freuden finden können. Merunes Dagon könnte jeden Augenblick gegen uns losschlagen. Ich bin bereit, zur Insel der Freuden zu gehen. Ihr seid eine von uns, Anachoretin. Eine Ambition. Wisst ihr, was das heißt?
Ich weiß vieles nicht, wie es scheint. Ich kann eure Fragen beantworten. Kommt, an einen Ort, der nur für Ambitionen bestimmt ist. Ich zeige ihn euch. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Es tut mir leid, Lyrant. Ich muss das tun. Verdammt, dieser Fehler könnte uns teuer zu stehen kommen. Ja, das denke ich auch. Sterbliche, immer so unberechenbar. So lästig es auch sein mag, vielleicht macht euch das auch überhaupt erst so interessant. Ihr und Eveli solltet zur Insel der Freuden reisen. Seht, was ihr dort herausfinden könnt. Ich werde der Anachoretin folgen, denn ich will Sombrin im Auge behalten. Kennt ihr diesen Ort, von dem Sombrin gesprochen hat? Nein, und sein sprunghaftes Verhalten besorgt mich. Sterbliche Geister waren nie dazu ausersehen, das Mysterium Xaxis zu lesen. Ich bin auch misstrauisch, weil er die Anachoretin von uns absondern will. Wir werden sie brauchen, sobald ihr die genaueren Einzelheiten dieses Ausweichplans ermittelt habt. Ihr wirktet recht zornig, als die Anachoretin beschloss, mit Sombrin und Kalia zu gehen. Meine Reaktion ist nicht weiter von Belang. Die Anachoretin hat erst unlängst ihre Erinnerungen zurückerhalten und muss noch einen Sinn dahinter finden. Jetzt hat sie erfahren, dass sie auch noch eine Ambition von Merones Dagon und ein Werkzeug eines Vaters ist, den sie nie kannte. Ich kann ihre Beweggründe nachvollziehen. Wie werdet ihr ihnen folgen? Wisst ihr denn immer noch nicht, dass ich so meine Mittel und Wege habe, kleine Sterbliche? Ich habe Sombrin und Kalia schon einmal gefunden. Ich kann es wieder tun. In der Zwischenzeit sollten Eveli und ihr die Insel der Freuden suchen. Wir müssen diesen Plan aufdecken, den Kaiser Morika erwähnte. Ja, Eveli. Wenn ich die Anachoretin wäre, würde ich auch antworten wollen. Ich habe aber hierbei immer noch ein mulmiges Gefühl. Etwas an Sombrin stimmte nicht. Hm. In Dunkelforst war er beileibe nicht so schnell in Rage zu bringen. Meint ihr, wir sollten ihnen nachgehen? So sehr ich das auch will, nein. Jemand muss die Insel der Freuden untersuchen. Wir sollten zusammenbleiben und uns darum kümmern. Aber die Anachoretin, es wird dir doch gut gehen, oder? Die Anachoretin kann auf sich aufpassen. Gut zu hören. Ich kenne sie kaum, daher war ich mir da nicht sicher. Außerdem ist Kalia bei ihnen. Sie wird Sombrin bestimmt davon abhalten, irgendetwas allzu Verrücktes zu tun. Wir müssen einfach nur darauf vertrauen, dass die Anachoretin weiß, was sie tut. Alles wird gut werden. Nun lasst uns gehen. Nun gut, trefft Eveli auf der Insel der Freuden. Und das werden wir natürlich auch gerne machen. Allerdings ist es mal wieder Zeit für einen kleinen Cut, weil diese Folge ist jetzt doch sehr, sehr lange geworden, weil wir natürlich auch alle verschiedenen Blickrichtungen uns anhören wollten. Deswegen machen wir hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge am Zielort wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.